Und jetzt haben wir hier diesen Ultegra-Griff und den tausche ich gegen den STI 105 oder genau das gleiche, nur dass hier jetzt der Griff von der Seite rausgeht. Und das ist natürlich eine andere Mechanik, wie man es jetzt einbaut. Dann habe ich mal versucht, den alten Bowdenzug oder Bremszug und Schaltzug wieder zu verwerten. Das zeige ich euch hier auch gleich, weil mein Lader hatte zu und ich habe versucht, einfach trotzdem den alten Zug reinzubauen. Dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich kaum möglich ist, weil man kommt mit diesen Ösen einfach mit den Enden nicht rein, weil die so ausgefranst sind. Ich habe es trotzdem mit aufgenommen und zeige es euch, weil man kommt zwar durch. Angenommen, der Lader hat zu und es geht nicht anders. Aber es ist wirklich eine Frickelei und ich habe es ewig lang versucht. Irgendwann bin ich reingekommen, aber am Schluss bin ich dann an der Öse, an irgendeiner Öse oder mal Kabelzug gescheitert. Also ich fahre jetzt mal zum Fahrrad, neues Kabel zum Holen. Ohne Kabel geht schon gar nichts. Thank you.